Guten Tag bei diesem kurzen Blick ins Labor. Es geht darum, auszuloten, wie der Spektrumanalyzer ganz, ganz kleine Werte anzeigen kann oder wo die Limiten des Spektrumanalyzers sind. Ich benutze dazu den Signalgenerator SMT03 und habe ein Gigahertz eingestellt und minus 100 dBm Output Level. Und ich werde den dann sukzessive auf 110, 120, 130, minus 130 dB einstellen und schauen, ob wir das noch anzeigen können. Minus 130 dB sind extrem kleine Werte und das dürfte so langsam die Grenzen des Siglent 3021X aufzeigen. Ich gehe jetzt zum Spektrumanalyzer und möchte Ihnen das dann kurz zeigen. Ich bin jetzt auf dem Spektrumanalyzer und kann Ihnen da zeigen, was wir da sehen. Also vielleicht noch etwas zu den Einstellungen. Ich habe eine Span, also eine Bandbreite hier von einem Megahertz eingestellt. Die Sweep Time ist doch recht lang, 154 Sekunden, also mehr als 2 Minuten. Das ist deshalb so, weil ich eine Videobandbreite von nur einem Hertz eingestellt habe. Das ist so die maximale Empfindlichkeit, die ich einstellen kann. Die Resolution-Bandbreite ist 10 Hertz. Also wir sind da an den Limiten des Gerätes, des 3021X. Und jetzt haben wir 100, wie gesehen, 100 minus 100 dB eingestellt. Und das ist hervorragend. Also wir haben immer noch minus 100 dB. Die Spezifikationen sind plus minus ein halbes dB. Das ist immer noch hervorragend. Der Rote und Schwarz ist kürzlich kalibriert worden. Das sollte stimmen. Und ich gehe jetzt auf minus 110. Jetzt habe ich minus 110 eingestellt. Der Sweep, man kann den hier verfolgen, wie sich der fortbewegt. Und wir werden sehen, ob wir da auf 100, minus 110 kommen. Das wäre natürlich hervorragend, wenn das klappen würde. Ich denke, das sind so extreme Limiten eines Signalgenerators. Ich weiß nicht, wie sich andere Geräte verhalten. Ich habe da keine Vergleichsmöglichkeiten, aber dieses Gerät ist doch hervorragend. 110,83, also das sind extrem genaue Werte. Ich kann die mit keinem anderen Gerät im Moment überprüfen. Man müsste ja da irgendeinen thermischen oder einen Diodenmesskopf haben. Mit einem Gerät, das eben auch diese tiefen Werte anzeigen kann. Der Spektrumanalyzer ist da im Moment das Gerät der Wahl. Ich gehe jetzt auf 120, minus 100, minus 120 dB und wir schauen da, was passiert. Ich schalte kurz aus, das macht ja keinen Sinn, das wird da warten. In der Zwischenzeit ist der Sweep durch. Und die 120 dB, respektive minus 120 dB, werden extrem genau auch wieder angezeigt. Was wir hier am Boden sehen, am Grund, die Grundlinie, das ist das Rauschen des Signalgenerators. Das ist etwa bei 140, minus 140 dB, also extrem tiefes Rauschen auch, trotz eigentlich 0 dB Dämpfung und eingeschaltetem Vorverstärker. Also sehr, sehr gute Werte. Ich werde jetzt noch auf minus 130 dB gehen, wieder ein bisschen warten, bis wir da dort zurück sind und schauen, ob er sogar 130, minus 130 angezeigt werden können. Der Sweep ist nun durch, auch bei minus 130 dB. Hier haben wir jetzt doch schon ein bisschen Abweichung, minus 132 dB, wobei ich nicht weiß, ob mein Signalgenerator tatsächlich 130 liefert. Ich kann das nicht überprüfen. Ich gehe mal davon aus, weil er noch nicht vor allzu langer Zeit kalibriert worden ist, dass das stimmt. Der Signalgenerator gibt bis maximal minus 140. Einfach so noch zur Veranschaulichung dieser Werte. 100 dB ist ein Spannungsverhältnis von 1 zu 1 Million. Also das sind doch einfach ja, kaum ja, soll ich sagen, verständliche Werte. Das ist halt jenseits von allem möglichen Verständnis für Volt.
und Spannungen. Also 1 zu 1 Million. Also wenn ich 1 Volt einspeisen würde, gibt das 1 Millionsten Volt dann mit einer Dämpfung von minus 130 dB. Okay, schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor und bis bald.